Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Zeig den Hobel. Heute mit Patrick. Hi Patrick. Servus. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Gott, ey, wir sind so dankbar und es ist wirklich alles andere als selbstverständlich, denn du bist tatsächlich aus dem fernen Nürnberg. Aus Nürnberg, gekommen. Ganz genau. Wie geil ist das denn, ey? Wir haben Freitag eine Anzeige geschaltet, einen Aufruf sozusagen, genau, dass wir noch einen Drehplatz frei hatten. Mhm. Und ich glaube, eine halbe Stunde später hattest du dich gemeldet bei uns. Ich habe ihn gesehen und ich so, direkt. Ja, mega geil. Und dann habe ich auch noch gesehen, was du mitbringst. Und da war es völlig um uns geschehen. aber das sag am besten nicht ich, sondern du. Was ist das hier? Also, ich habe einen 2009er, eigentlich vor Facelift, E92 M3 mitgebracht. Aber nicht mehr Serie. Weil nicht das ganz ja, Serie, dann wird genau. sich ja nicht so freuen, genau. Also ich würde mich trotzdem freuen, aber so noch ein bisschen mehr. Sondern da steckt ein Kompressorumbau drin von G-Power in der Ausbaustufe SK2 CS. Also das CS. Größte, was du kaufen kannst, ohne einen riesen Aufwand am Motor zu betreiben. Okay, alles klar, gut. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Lass uns erstmal einmal rumgehen und die offensichtlichen Dinge besprechen. Farbe? Ist noch vom Vorbesitzer. Okay. Sollte aber, wenn ich jetzt nicht viel informiert bin, sein Originalfarbe, aber eben nicht als Metallic, sondern als matt. Okay, alles klar. Ist also auch nicht foliert, ist lackiert, ne? Ah, wunderbar, alles klar. Hat mich zuerst an Frozen Grey erinnert, aber vielleicht kann die Kommentarspalte uns da noch mal ein bisschen unbedingt schlauer machen, ne? So, Carbon, M-Performance. Genau. Mega fett. BBS CH, CHR, ne? Ja, genau. CHR. CH wird, glaube ich, gar nicht mehr gebaut. Gute Frage. Weiß ich nicht genau, aber sieht mega fett aus. Steht gut da. Finde ich auch mega geil. Ja, bisschen tiefer ist er? Bisschen tiefer ist er, genau. Ganz dezent mit HR-Federn. Vorne 25 und hinten 15 mm, meine ich. Okay, alles klar. Das heißt, jetzt kein Ringtool-Rennfahrzeug? Nein, sondern auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Einfach ein bisschen fehlt. Genau, also der erste, für mich war das Wichtigste, das sieht scheiße aus, ja. Das muss anders aussehen, genau. Ja, und das ist gelungen, auf jeden Fall. Und wie es fährt, sehen wir gleich. Komm mal mit rum. Komm mit rum. Was haben wir noch? Ah, hier. Abgasanlage. Genau. Remus. Remus, Endschalldämpfer. Endschalldämpfer, mit Carbonspitzen auch. Genau. Sieht cool aus. Sieht so ein bisschen Agrapovic-mäßig aus. Ja, und also im Verhältnis, ja, so ganz günstig ist es auch nicht, aber, nee. Aber für das, was mir wichtig ist, nämlich, dass der sich männlicher anhört, ja, mehr als ausreichend. Okay, cool. Was heißt das ungefähr preislich, so eine Abgasanlage? Ja, mit den Einrohren, die sind ein bisschen teurer, bist du bei 2-3. Okay, aber die Agrapovic ist noch teurer, ne? Genau. Also was heißt, du kannst auch nur als Endschalldämpfer holen, ja, aber meistens holen sich das Komplettpaket, ne? Genau. Weil dann ist es mir auch wieder zu teuer. Ja, ja. Ja, und wenn sich auch so gut anhört, ist ja alles gut. Genau, ne? Also ich finde es hervorragend. Auch ein Performance, genau. Carbon. Lippe. Genau. Sieht super geil aus, ne? Finde ich so fett, ey. Und einfach E92 M3 ist einfach sowieso ein so unfassbar schönes Auto. Ich so, ne? Finde den immer noch sexy, ja. Rückleuchten habe ich natürlich auch angepasst, weil war ja eigentlich ein Vor-Facelift. Ah, okay. Genau. Ah, okay, okay. Das sieht einfach sieht besser aus, ne? Besser aus, genau. Und apropos besser aussehen, ein Carbon-Dach, Abwerk. Ja. Ich meine, ich vermisse ein bisschen ein Schiebedach. Ich habe noch eine E90 Limo mit Schiebedach, ist natürlich immer geil, so aber so ist natürlich besser. Mega. So ist viel besser. Ist mega. Ich glaube, das wäre auch immer der Grund gewesen, warum ich mir, wenn ich die Kohle hätte, was nicht der Fall ist und wahrscheinlich nie der Fall sein wird, aber wenn ich die gehabt hätte, hätte ich mir das Auto in neu auch als Coupé gekauft, halt wegen dieses Dachs und nicht den M3. Ne? Ja. Obwohl ich den M3 auch, den M3, ja, jetzt ist es ja M3, M4, genau. Aber die Limo finde ich auch von der Optik super fett, aber ich glaube, das Dach wäre für mich der ausschlaggebende Grund für einen Richtig. Coupé gewesen. Ja, es sieht schon ein bisschen sexy aus, finde ich, auch von der Linie her. Ja, ja, mega, mega fett. Ein bisschen muss noch was dran gemacht werden. Ne? Ehemaliges okay. Unfallfahrzeug. Okay. Also ist alles noch vom Vorbesitzer oder den Vorbesitzern. Bewegte Historie für das Auto. Ja. War aber im Verhältnis halt ganz günstig. Okay. Finde ich. Also ich habe mich lange damit rumgeschlagen. Ich habe ein Jahr lang geguckt. Okay. Und gesagt, naja, komm, wenn du halt noch mal reinstecken musst, dann ist es auch okay. Wenn man halt genau hinguckt, wenn wir uns jetzt mehr Zeit nehmen würden zum Hingucken, dann siehst du es halt. Also das mit den Spalten, wenn man es weiß, da, genau. Ja. Aber okay. Jetzt reicht es erstmal okay. Nach und nach. Wie gesagt, jetzt ein Jahr lang bin ich schon dran, immer wieder Sachen zu machen und beziehungsweise machen zu lassen. Und okay. Jetzt ist das nächste Winterprojekt, steht jetzt schon in den Startlöchern für okay. Karosserie mal richtig, okay. Dass die gerichtet wird. Ja, aber sieht auch so mega geil aus. Ne? Also ist jetzt kein
runtergekommenes Auto. Das kann man wirklich nicht sagen. Und die Spaltmasse hier vorne zum Beispiel ist auch Unfall? Oder ist nee, das war vorher so, wie es sein sollte. Das ist jetzt durch den Kompressorumbau. Ah, okay, alles klar. Das heißt, die Haube wird ein bisschen nach oben. Genau. Damit die, genau. Ich nehme an, die also ich habe den abgeholt, habe direkt das erste gefragt. Ich so, hä, was ist denn da los? Ja. Ja, muss man ein bisschen anpassen alles, damit das so passt. Ich so, ja, okay, dann ist das okay, halt so. Okay, alles klar. Ja, ist ja ein bisschen Action unter der Haube, ne? Genau. Ja. Ich habe mir aber auch noch keinen, obwohl ich jetzt eigentlich viele davon mir angucken kann. Nämlich immer da, wenn ich zur Werkstatt fahre, die machen das regelmäßiger. Aber ich habe noch nicht, muss ich beim nächsten Mal darauf achten, ob die auch so aussehen, die anderen. Ne? Aber okay, das war jetzt die Erklärung und ich sage, naja, gut, whatever. Für Leistung ist sowas immer in Ordnung, finde ich. Genau. Form follows function in diesem Fall. So ist es. So, apropos, mach doch mal den Deckel auf, dann gucken wir mal an, wie das wirklich aussieht. So ein G-Power-Kompressor-Umbau. Gucken, ob ich treffe. Yes, sehr gut. Jo, das ist viel. Das ist viel G-Power. Ja. Alles klar. Also unten S65. Genau. Oben G-Power. Korrekt. Und das Kit SK2CS, hast du gesagt? Genau. Besteht aus, oder pass auf, erklär du einfach mal besser. Genau. Also normalerweise sagst du, ich gehe unten rein, dann kommt hier ein Rohr, das fehlt momentan noch. Ja. Das ist diese Woche geliefert worden, das habe ich noch nicht eingebaut. Dafür war es jetzt zu spontan mit uns, genau. Also habe ich jetzt 3 Monate drauf gewartet, da gab es Lieferschwierigkeiten. Okay. Dann fahren die den offenen Luftfilter, also diese ganze Box hier, das gehört mit dazu. Das, also wenn du die Abdeckung abmachst, ist dann der Luftfilter drunter. Ja. Kompressor, Halter, Riemenscheibe, Riemen logischerweise. Dann das Ganze, was runter geht hier in den Nadeluftkühler. Siehst du ja auch, muss ja freigeschnitten werden. Genau, ja. Sonst passt das nämlich alles nicht. Dann wieder raus, das gehört dazu. Und genau, Aluminium-Saugbrücke. Genau, dann Kraftstoffpumpe. Gibt es eine Zusatzkraftstoffpumpe für Volllast. Okay. Und größere Düsen gibt es noch. Und das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Okay. Wofür steht da? Also CS Clubsport? Clubsport, genau. Okay. Das heißt, es gibt SK1, SK2, SK3, ne? Es gibt, genau. Und das sind nochmal in anderen Ausbaustufen. Okay. Und es gibt einen SK2 und in den CCS, dann gibt es noch den SK3 RS und RR. Okay. Glaube ich. Aber das ist jetzt sozusagen der größte, den man sich holen kann, ohne dass du den Motor aufmachen musst. Genau, das hatte ich nämlich gelesen, genau, dass du für SK3 dann andere Kolben, andere Pleuel brauchst. Ne? Korrekt, genau. Und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, aber ich meine, das müsste über eine Langhubwelle gemacht werden. Also es wird auch von 4 Liter auf 4,4 Liter gegangen. Ach krass, okay, wird sogar noch. Richtig. Und der ist halt einfach exorbitant teuer. Also das ist jetzt ein Umbau, der kostet auch Geld, aber der ist im Verhältnis, finde ich, echt bezahlbar. Vor allem das, was du halt bekommst. Ne? Wo liegen wir preislich? Ich habe der, also inklusive Einbau waren es jetzt 12.000 Euro. Okay, alles klar. Genau, wenn du halt für den SK3 irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Euro zahlst. Oder? Boah, okay, ja, krass. Krank, okay, ja. Alles klar. Das ist jetzt SK2, angegeben mit wie viel Leistung? Also jetzt die 35-Jahre-Edition, das war jetzt, dann haben sie noch mal ein bisschen mehr Leistung draufgepackt. Auf jeden Fall, das müssten damals 630, glaube ich, gewesen sein. Okay, 630. Alles klar. Okay. Und die Mehrleistung wird generiert über eine kleinere Riemenscheibe dann, oder? Genau. Okay. So ist es. Also es soll wohl eine kleinere Riemenscheibe sein im Vergleich zu vorher. Okay. Es wird Leistung erwartet. Okay. Ich habe dann auch nächste Woche endlich den Termin zum auf den Prüfstand stellen. Okay. Dann bist du schlauer auf jeden Fall. Dann bin ich schlauer, genau. Nochmal kurze Erklärung vielleicht. Kleinere Riemenscheibe bedeutet einfach mehr Umdrehung des Kompressors, bedeutet ein bisschen mehr Ladedruck, bedeutet mehr Karacho an der Saft, Kette sozusagen. Genau, mehr Saft. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das fährt. Tja, leg los. Ich mach mal den Deckel zu. Achso, genau. Einfach hier ein bisschen, ein bisschen Liebe zu. So, jetzt geht's los. Patrick, danke. Kein Problem. So, wir sind angekommen in deinem wunderschönen E92 M3. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel. Aber ganz kurz muss ich noch sagen, das ist ein Avron-Display, ne? Das ist ein Avron-Datendisplay, genau. Mega geil. Habe ich auch noch nie live gesehen. bin ich mal gespannt, wie das gleich funktioniert. Aber es ist eine super geile Atmosphäre, ne? Alles Leder, alles. Also genau. Wir sind schon mal in E92 M3 gefahren, aber der war nicht mehr ganz so komfortabel wie der hier. Ja, das ist mir immer wichtig, dass ich möchte damit auch fahren. Also ich fahre den halt wirklich echt und ich möchte damit fahren können, normal fahren, ja. Deshalb so Ringtool-mäßig, das wäre mir zu krass irgendwie. Okay. Auf Dauer. Ja, cool. Jedem das seine, ne? Wie es gefällt. So.
Knopf, ja. Der mittlerweile rote Knopf. Der war nicht immer rot? Nein. Das ist ja mit dem neuen M5 gekommen und jetzt machen es irgendwie alle und okay. Habe mir lange überlegt und jetzt habe ich es halt auch. Sieht gut aus. Sieht sehr stimmig aus. Passend zur roten Dynamic-Taste, MDM-Mode. Das ist einfach die M-Taste. Okay, alles klar. Da sind wir aber auch schon direkt beim Thema. Also wenn du gleich mal ein bisschen mehr Spaß haben willst, dann solltest du die mal drücken. Dann drücken wir da drauf. Genau. Ah. Haben wir noch die Klimaanlage aus. Ah, perfekt. Für den besseren Klang. Genau. Aber das hört sich schon so gut an. Ja, jetzt rollst du ja noch. Ja, jetzt rollen wir noch. Noch rollen wir. Ganz lange hier. Mein Gott, ich bin gespannt, wie der Koffer fährt. Ich bin auch gespannt. Ich habe zwar schon ein, zwei Kumpels mal mitfahren lassen, also die auch mit sowas umgehen können, aber jetzt mal so einen ganz Fremden fahren zu lassen, das habe ich noch nicht gehabt. Ganz wäre jetzt ja nicht mehr, aber das stimmt, wir haben ja jetzt schon miteinander gesprochen. So, du hast mir gerade schon gesagt, schalte selber. Das wäre am besten, okay. Finde ich persönlich. Genau, und dann bist du auch schon im manuell. Oh, jetzt bin ich schon manuell. Okay, alles klar. Genau, ist jetzt auch im entspanntesten Schaltprogramm. Das ist jetzt alles auf Komfort, alles ganz easy peasy. Ach, cool. Aber man hört ihn aber schon schlürfen. Genau, du siehst, ne? Du bist jetzt mal ungefähr 2000 Umdrehungen. Ja. Also so ab ca. 2000 Umdrehungen macht die Fliehkraft, die ist jetzt ein bisschen drunter. Das hörst du okay, nicht mehr. Okay, man hört tatsächlich einen Unterschied, ja. Genau, dann geht die Fliehkraftkupplung zu. Also okay. Der Kompressor läuft zwar die ganze Zeit, also die Riemenscheibe läuft zwar mit, aber da ist eine Fliehkraftkupplung drin, die macht erst bei 2000 Umdrehungen zu. Okay. Und dann hast du eben auch Druck. Siehst du jetzt auf dem Avron-Display eigentlich ganz gut ja, immer. Ja, genau. Hier ist der Ladedruck. Wunderbar, genau. Perfekt, ja. Also wenn du jetzt einen Gang runterschaltest zum Beispiel in den dritten und wieder über die zwei, dann fängt er an, wieder ein bisschen hochzugehen. Ja, ne? Ja, okay. Genau. Cool, sehr fett. Ja, ganz bei dem Ladedruck bleiben wir nicht. 0,08 Bar, das wird gleich ein bisschen mehr, schätze ich mal. Genau, so ist es. So, Temperatur haben wir, ne? Grob? Temperatur haben wir, genau, alles gut. Perfekt. Der Klang ist richtig jetzt schon, richtig, ne? Also nicht aufdringlich, aber schon... Genau, das ist mir auch wichtig. Es gibt ja viele, die sich Abgasanlagen verbauen und sowas. Das ist halt laut. Ich finde, das soll der Leistung angemessen sich anhören, aber ich möchte auch da wieder fahren können, ohne dass mir jemand den Kopf abreißt die ganze Zeit. So. Jetzt waren wir gerade beim SMG. DKG. DKG. Ja, ist nicht SMG, hat zwei Kupplungen, DKG. Ist ein anderes Mapping drauf, hast du gesagt, ne? Genau, also es wird von... Von G-Power nochmal gibt es eine Software, die muss dann da drauf. Alles klar. Sehr, sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen. Weil das hört sich schon ziemlich gewalttätig da an vorne. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ja. Mit der Zeit, das ist das schön, wenn man gewöhnt sich halt immer an alles. Man gewöhnt sich an alles, ne? Ja. Am Anfang habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind jedes Mal. Also ich freue mich immer noch natürlich, ne? Aber das war so, boah. Die Geräuschkulisse, eine Auspuffanlage, der V8-Sound, der nicht verfälscht wird, dann aber da noch drauf das ganze Kompressorgesauge und Luft abgelasse. Und, und jetzt ist halt einfach, ja, ist halt wieder der Kompressor. Ne? Und ja, ist Standard halt jetzt. Genau. Aber für mich noch nicht, ey. Musst du dir an die Kühlung dann noch irgendwie ran? Also Ölkühler nochmal anders irgendwie oder Wasserkühler oder so? Oder bleibt alles Standard? Naja, da ich ihn ja jetzt nicht so wirklich hart rannehme und irgendwie auf der Rennstrecke bewege, sollte das eigentlich völlig reißen. Okay. Also es gibt von G-Power noch ein Paket für Ölkühlung, für Heißländer und halt eben Rennstreckenbetrieb. Ja. Aber das habe ich mir jetzt nicht gegönnt, weil wie gesagt... Ja gut, wenn du nicht auf der Rennstrecke unterwegs bist, dann brauchst du auch wirklich nicht. Ne? Krass, ey. Bin freudiger Erwartung, auf das, was gleich kommt. Ich auch. Ja. Das kann ich ja schon mal sagen. Ich weiß ja schon, was kommt und freue mich auch darauf, wenn du dich freust. Ja. In welchem Modus sind wir denn jetzt gerade? Jetzt sind wir ganz normal, Komfort, alles ganz okay, easy. Okay, dann machen wir erstmal einmal Komfort. Genau, also der hat ja auch das EDC verbaut. Okay. Das ist jetzt alles auf, das ist auch alles auf Komfort. Okay. Du
merkst, wie der mit dem Drehzahl. Alter, was geht denn dann ab? Der zieht ja immer mehr, nicht weniger am Ende. Was geht denn dann ab oben raus, ey? Ja, das ist das Brutale am Kompressor, ne? Also, der fühlt sich an wie ein großer Sauger noch. Also genau. noch der große Bruder. Sauger, ne? Ja. Und wenn du Lust hast, drückst du halt mal auf die M-Taste. Einmal und dann wird es ganz witzig. Boah! Da schiebt dir ja das Hirn hinten in den Schädel rein. Ach du Scheiße! Also, ich habe am Donnerstag meine Frau hier sitzen gehabt, hier drin. Dann habe ich ganz unvermittelt Gas gegeben und ich höre nur von der Seite. Ja. Weil die nicht damit gerechnet hat. Dass Boah, das ist aber auch eine körperliche Erfahrung, ne? Ja. Also, ehrlich, das ist. Aber wie gesagt, trau dich mal auf den roten Knopf zu drücken. Okay. Weil dann wird ja auch die Pedalkennlinie verändert. Und das Runterschalten. Dann gibt es die schönen Zwischenschalte, genau, Zwischenstöße beim Runterschalten und so weiter. Und dann wird es jetzt witzig. Wird nochmal ein bisschen bissiger, oder? Ja. Deutlich. Boah, krass. Boah, du musst dich echt. Also. Ja, okay, alles klar. Das ist wirklich kein Kindergeburtstag mehr, das Ding. Boah, da musst du dich körperlich dran gewöhnen, ehrlich. Genau. Also klar, man gewöhnt sich, wie gesagt, an alles, ne? Aber ja, ja, aber der erste Eindruck ist immer, boah. Ja. Oh, mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Und das Ansprechverhalten ist so brutal, ne? Weil also halt anders als bei einem Turbo, der erstmal einen Laddruck aufbauen muss, wo die Massen erstmal beschleunigt genau. werden müssen vom Turbolader, aber der und legt dann halt immer weiter zu, nach oben raus, ne? Also du darfst gerne auch, weil er dreht ja immer noch, also Leistung kommt immer noch weiter von oben. Also ich würde ja. auch immer eher zweiten, dritten fahren als dritten, vierten hier ja. auf so einer Landstraße. Also du kannst ruhig runterschalten, ist gar kein Problem, ja, damit es nochmal Spaß macht. Der ein bisschen bissiger ist. Also jetzt hier vor der Kurve, zweiter Gang, so, weißt du, genau. Alles klar. Darfst ruhig ran. Oh, das Ding ist heftig. So, dann wurde geholt. Von einem Corsa. Das ist wahrscheinlich auch noch nicht so oft passiert bei dir, ne? Ja, darf man mal. Heftiges Ding, Alter. Wie der die Leistung draufpackt. Das ist ja nicht normal. Also natürlich ist es nicht normal, weil es G-Power ist, aber... Ja, der Schaltvorgang ist auch etwas bissiger geworden. Genau, das ist jetzt also jetzt ist halt. Also es gibt noch ein härteres Schaltprogramm, dafür muss aber die Transmissionskontrolle dann ausmachen. Boah. Ich freue mich, dass du dich freust. Oh Mann, ey. Aber die Charakteristik ist so geil, ne? Weil der immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Genau. Was hat der für einen Ladedruck nachher ungefähr? Soll ich ehrlich sein, habe ich noch gar nicht geguckt. Okay. Ich bin dann, also, weil ich du hast auch keine Zeit drauf genau, zu gucken. Ich bin dann ist zu so beschäftigt. Schnell. Genau. Also ich habe schon Leute hier neben mir sitzen gehabt, die dann auch sagen, ich habe dich noch nie so konzentriert Auto fahren ja. sehen. Ja, normal. Wenn ich halt voll rein normal. Trete. Boah, wir reden ein bisschen weniger über den Rest des Autos, weil der Motor einfach so ne, präsent ist. Wir fahren tatsächlich aber im legalen Bereich. Ne? Das hört sich halt ein bisschen brutal an, aber... Oh Mann, ey. Das habe ich auch immer wieder, auch mit meiner Frau, die dann immer meckert, ich würde so schnell fahren, ich sage, ich fahre 60 ja, oder 50. Ja, alles unter Kontrolle, ne? Genau, aber das hört sich halt einfach auch krass an. Boah, da musst du dich wirklich dran gewöhnen. Also das sind auch halt Kräfte, an die man sich erstmal genau. gewöhnen muss, ne? Und von vorne ist Gewitter und von hinten ist Gewitter. Genau. Ja, mit der Karre kann man auch schon mal in den Knast gehen, ne?
wird auf jeden Fall teuer. Ja. Ey, ich komm nicht drauf klar. Ach. So, das Auto, hast du das Auto selber gebaut oder also kommt das? Nee. Das, also ich, theoretisch könnte ich es zwar, aber Zeit und auch dann irgendwann keine Lust mehr. Also ich habe jetzt, die wilden Jahre sind hinter mir, wo ich Winter in irgendwelchen Geräten verbracht habe. Aber ich habe da jetzt die Werkstatt meines Vertrauens in der Nürnberger Region. Okay. Das sind Aulitzki Tuning. Die sind für BMWs, also wenn jetzt BMW-Zuschauer dabei sind, dann sollten die Jungs eigentlich auch kennen. Weil für BMW sind die, glaube ich, auch über die Bundesgrenzen hinaus bekannt. Okay. Ja, wenn du da halt bei denen auf dem Parkplatz stehst, kommen die von überall her, die Autos. Schweiz, Österreich, in Deutschland, überall. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist ein kleines, verträumtes Dörfchen in der Nähe von Nürnberg und ein Sammelsurium von Ems. Ne? Die machen alles, aber halt meistens kommen die Leute wegen den BMWs hin. Ja. Und du wirst, glaube ich, nie wieder außer auf einem M treffen. M2, M3, M4, M5, wieder ein M3, Limousine, Coupé, ja, M4, was ist das? Alles ist echt da, krass. Was Rang und Namen hat sozusagen. Genau, und die haben jetzt viel an dem, was hier zu richten auch noch ist, gerichtet und den Kompressorumbau haben die halt eben auch gemacht. Okay, cool. Und du bist zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Die sind auch total entspannt und super kulant, wenn irgendwas ist. Okay, cool. Auch mal am Samstag, obwohl sie zu haben. Ne? Gut, jetzt bin ich auch bekannter Kunde, aber müssten es ja nicht machen. Ne? Und nee, finde ich halt auch super und dann gehe ich auch gerne hin. Für mich ist es ein Spaßauto. Ja. Ne, das hole ich jetzt, ich habe es ein Jahr lang als Daily gefahren, aber jetzt hole ich es halt nur noch irgendwie am Wochenende oder für sowas raus. Ja. Und dann möchte ich entspannt fahren können und Spaß einfach an dem Auto irgendwie haben und nicht so auf Teufel komm raus, noch das letzte Quäntchen an Gewicht sparen und das Fahrwerk optimiert. Ja, das ist auch, ja, ich meine, wenn du nur ein bisschen durch die Gegend fährst damit, in Anführungszeichen, genau. Völlig, fährt ja jetzt auch gut so, ne? Also fährt ja nicht schlecht. Die Lenkung, ich bin den letzten, den ich gefahren bin, habe ich im Nachgang erfahren, den letzten E92 M3, der hat ein GT4 Lenkgetriebe, soweit ich weiß. Man merkt, dass das ein bisschen direkter war noch als das Lenkgetriebe, aber man kann auch wirklich nicht davon reden, dass das jetzt hier indirekt ist. Ja. Ne? Und es gibt auch echt gutes Feedback, finde ich, für die paar Meter, die ich jetzt schon gefahren bin. So, Fahrwerkslager und so, alles Serie? Alles Serie. Alles Serie. Und der Antriebsstrang steckt die Mehrleistung einfach so weg. Ja, das, ich meine, am Ende wird sich das noch herausstellen müssen, aber jetzt weiß ich, beruflich weiß ich es halt jetzt auch durch Zufall, dass das Getriebe für 600 Nm ausgelegt ist. Okay, du bist Ingenieur? Ich bin Ingenieur, genau. Okay, genau. Auch in der Getriebeentwicklung? In der Getriebeentwicklung, genau. Okay. Und das DKG-Steuergerät ist auch unser Produkt. Gut, dann bist du ja wirklich sogar involviert gewesen sozusagen. Genau. Und, ja, mega. Das, ich meine, das ist jetzt schon dann grenzwertig, ne? Also das ist wirklich... Okay. Ja. Mehr sollte nicht kommen. Wie viel Drehmoment hat er so? Auch das, wie gesagt, der kommt nochmal auf den Prüfstand, aber erfahrungsgemäß bei ähnlichen Umbauten sollten das um die 590 plus minus ein paar Newtonmeter werden. Okay. Und dann werden wir halt genau an dieser kritischen Grenze sein, ist das dann aber auch Stoß mit Lust. Genau. Und die Schaltvorgänge sind jetzt auch nicht gerade langsam. Aber wenn es halt, wenn was kaputt geht, na dann gut, dann geht es halt kaputt. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Dann ist das halt so, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, wie kann das passieren? Ich bin eh der Meinung, wenn man anfängt, auch vor allem an Leistung zu schrauben, ne, ohne was anderes mit rumzubauen, dann fragt man danach. Ja. Und ach, der Klang ist so geil, weil du hast halt, ich meine, Turbo-Sound ist auch einfach richtig geil, aber du hast hier halt nichts, was den Sound schluckt. Ne? Du hast keinen Turbolader, der ja praktisch Klang nochmal verändert, genau. Zumindest und so, aber du hast hier aber praktisch Saugerklang nur auf Steroiden. Ne? Richtig. Also ich habe mit den Jungs von Aulitzki Tuning auch viel drüber hin und her sinniert. Die haben das auch selber früher alles gefahren. Und so, ja, hey, Turbo, und macht er doch bestimmt auch, weil die machen auch wirklich ganz, ganz krasses Zeugs. Ja. Aber die haben mir auch dazu geraten. Und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Diese Charakteristik bleibt die gleiche. Ja. Sound bleibt, also es ist im Grunde genommen, der Kern des Fahrzeugs wird halt nicht verändert. Genau. Ja, genau. Und top. Ja, ist einfach... Aber Turbo-Umbau habe ich auch lange mit
gespielt, so von wegen, ah, da könnt ihr doch bestimmt was machen. Können sie auch bestimmt, aber ist auch nochmal anders, ne? Also genau. Ist auch preislich wahrscheinlich nochmal anders, weil der bautechnische Aufwand ja auch praktisch nochmal ein anderer ist, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber dieses Display finde ich richtig, richtig fett. Ja, wenn jetzt mal hier auf der schönen Taste, ich habe es jetzt mal da drauf gelegt, unter der M-Taste, dann kannst du durch die ganzen Modis durchklicken, dann siehst du, was so alles kommt. Ach, ne? Cool. Das ist Drehmoment in Echtzeit. Mhm. Also es wird halt über Onboard Diagnostics wird halt. Echtzeit, ja. Genau, dann was wir gerade fahren, VMAX. Ah, okay. Wird aufgezeichnet. Gehkräfte. Ach, cool. Cool. Das ist ja voll das Mäusekino, ey. Genau. Also so. Benzindruck, Getriebetemperatur. Lambda. Das, was ach, wir gesprochen cool, haben, Abgastemperatur. Ja. Sieht man auch schön, wie der jetzt fetter wird dann, ne? Genau. Ja. Oh Mann, ey. Und auch nicht ganz unwichtig, Ladeluftkühler vor und nach. Ah, cool. Temperatur vor und nach. Und jetzt sehen wir 5 Grad Unterschied. Genau. Was wiegt das Auto ungefähr? Ich habe es letztens noch nachgeschaut. Ich meine 1650 oder sowas. Okay. Okay. Also auch kein Leichtgewicht. Aber nein. Ist ja auch irgendwie mehr so ein Powercruiser dann für dich. Genau, ne? genau. Aber dafür ist man nicht so alt, ey. Für das dafür Ding ist man nicht so alt, genau. Das macht echt süchtig, ey. Ist geil, ne? Ja. Und auch das Ballern beim Runterschalten und auch wieder runterschalten. Wie viel Kilometer hatte der Motor runter, als du es gemacht hast, den Umbau? 100. Ne, ich habe den jetzt noch gar nicht so lange. Wie gesagt, seit Dezember erst. Also 136.000. Okay. Weil so einem alten, älteren Motor wird man das wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne? Oder zumindest einmal grundrevidieren dann und dann. Genau. Also Lagerschalen ist ein altbekanntes Problem. Gut, ne? Das haben die MMs ja alle irgendwie. Genau, die sind bei 106 gemacht worden, also 30.000 Kilometer sind jetzt alt. Ja, okay. Ich habe nochmal einen Ölwechsel machen lassen. Okay. Aber das gute Öl ja, ich meine, da stecke ich jetzt nicht drin, bin kein Chemiker, aber es soll sich ja schon viel früher immer zersetzen, als es dann soll. Und dann sollte es hoffentlich mal reichen. Ja, hoffentlich bleibt er ganz lange noch so schön genau. Zusammen. Ansonsten gucke ich zu, dass der wirklich auch gepflegt wird. Ne? Ja. Das ist aber auch besser bei so einem Teil. Bremse, Serie? Ist auf jeden Fall Serie. Ja, okay. Aber ich habe ihn letzte Woche tatsächlich auch mal diese Bremsanlage an die Grenze gebracht. Okay. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Ja, ich glaube dir. Das reicht jetzt mal. Die Saison reicht das wieder. Jetzt will ich wieder fahren, aber im Winter denke ich. Ja. Die Liste ist noch lang, für was noch kommt. Okay, cool. Krass. Ey, boah, ich war bei den ersten Beschleunigungsvorgängen echt ein bisschen wortkarg, weil erstmal denkst du so, boah, ist ein schnelles Auto und dann kommt der richtig in den Ladedruck rein. Genau. Und dann denkst du so, wow, okay. Meine Güte, ey. Ja, wie gesagt, es freut mich, wenn es dir Spaß macht. Voll krass. Also, du merkst halt auch in Kurven, es ist echt kein leichtes Auto. Das merkst du auch schon bei so sehr humanem Tempo. Aber ich merke es halt auch jetzt extrem, weil ich vorher aus dem Scirocco ausgestiegen bin. Der wog halb so viel, 800 Kilo, ne? Da merkst du natürlich nochmal anders. Aber wie der nach vorne geht, das ist ja nicht normal, ey. Und was witzig ist, es wird nicht diese Leistung erwartet von anderen Verkehrsteilnehmern. Nein, also. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und ich bin halt, wie gesagt, der Standard E92 M3, also der von Marvin, hatte Serienleistung. Und das ist kein langsames Auto, ne? Nee. Das ist ein richtig, richtig, richtig schnelles Auto. Aber das hier ist nochmal so krass anders. Also ich habe jetzt auch mehrere Sachen durch. Ich habe den Serie durch. Also Serie bin ich ihn gefahren. Dann bin ich ihn gefahren mit dem klassischen Sauertuning. Ja. Und jetzt halt mit Kompressor. Alles hat Bock gebracht. Anders. Und persönlich muss ich sagen, ich glaube, wenn ich ihn auf die Rennstrecke fahren würde, würde ich ihn als Sauger lassen. Würde ich, glaube ich, auch machen. Ja.
Weil, ist nochmal irgendwie stimmiger alles. Das ja, und bis du ein E92 M3 auf der Rennstrecke im Grenzbereich bewegst, ne, vergeht auch ein bisschen Zeit. So, und genau. Dann wäre mit sowas anzufangen, oder sowieso, ich glaube für die Rennstrecke würde ich auch eher den Sauger fahren und wenn du so ein bisschen Power-Cruising betreibst, sag ich mal. Aber genau, so ein Power-Cruising ist so, bin ich glücklich. Heftig, und die Soundkulisse dabei und das, also. Ja, ich hoffe, es kommt über die Kamera rüber, ja, weil das ist schon, finde ich, ich kann es gar nicht beschreiben, selber immer noch nicht, obwohl ich mich daran gewöhnt habe. Ja, also, aber. Ja, aber die Leistungsentfaltung, die macht es halt, ne? Dass du halt kein Turboloch hast, sondern. Es war heute mehr, zeigt den Motor als zeigt den Hobel, aber ich hoffe, das ging auch klar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du mich dein Geschoss, muss man ja wirklich sagen, hast fahren lassen. Hat Bock gemacht. Ja, dir auch ein bisschen? Ja. Wunderbar. Wenn es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat und ihr euch vorstellen könnt, euer Auto auch mit uns vorzustellen, dann schreibt uns einfach per Instagram oder per Facebook und dann drehen wir sowas mit ein bisschen Glück auch mit euch. So, Patrick, gehst du jetzt noch ein bisschen Eifel angucken? Ja, mal gucken, wo die nächste Autobahnauffahrt ist. Also, und wie ich da über einen Umweg hinkomme. Über ein bisschen Umweg. Genau. Alles klar. Patrick, vielen Dank. Klar. Viel Spaß mit deinem wunderschönen Auto. Lass ihn so schön heile, wie er ist. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Nicht normal, das Ding. Nicht normal, das Ding, Alter. Nicht normal, das Ding, Alter.